Ich wink einfach schon mal. heute mal ganz ohne Intro, ohne alles, weil die Technik sowieso nicht ganz so mitspielt, wie ich das gerne hätte. Ich hoffe, ihr könnt mich hören, weil das, was gerade nicht funktionieren wollte, ist das Mikrofon. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt. Ich bin jetzt hier einmal angekabelt. Das heißt, ich kann jetzt hier einmal erstmal nicht weg, was gar nicht so gut ist, weil ich eigentlich nachher ein bisschen mit euch rumlaufen muss. Aber ich hoffe, das Ganze löst sich dann und ich hoffe, es funktioniert dann so weit, dass ich hier mal weg kann vom Platz. So, ich glaube, ich erzähle gerade noch mit mir selbst, weil ihr wahrscheinlich alle noch in dem ersten Werbeblock drin hängt. Aber ich bleibe einfach mal hier und erzähle weiter und warte darauf, dass die ersten von euch hoffentlich schreiben, dass alles in Ordnung ist, dass ihr mich sehen könnt, dass ihr mich hören könnt, dass ihr mich vor allem hören könnt, dass der Ton da ist. Wie gesagt, der macht mir heute ein bisschen Schwierigkeiten. So. Sehr schön, Stefanie schreibt, Ton und Bild super, prima. Danke, Stefanie. Ich bin erleichtert. Du glaubst nicht, wie erleichtert ich bin. Da fängt man hier schon, wenn ich weiß, ich habe einen Livestream mit euch, dann stehe ich alle spätestens eine Viertelstunde vorher hier, schließe alles an, probiere alles nochmal aus. Und trotzdem funktioniert jedes Mal irgendwas nicht. Das sind die Tücken der Technik. Aber gut, ich will nicht zu viel jammern. Ich bin froh, dass es jetzt so funktioniert. Achtung, ich muss mal probieren, ob ich hier angekabelt und das Kabel raus. Wenigstens hier rüberkommen. Ja, das klappt. Okay, sehr gut. Also, was machen wir heute? Erstmal starten wir gemeinsam ins Wochenende. Ich freue mich riesig, dass ihr euch die Zeit nehmt, dass ihr da seid, dass ihr mit reinguckt. Ich zeige euch nochmal mein neuestes Projekt. Das ist einmal der Reagenzglashalter Herz, den man mit und ohne Reagenzglas umsetzen kann. Ich habe euch das Projekt schon mal gezeigt, als es in Arbeit war. Wenn ich mich richtig erinnere, war das aber noch ohne Reagenzglas drin, weil diese Option damals noch in Entwicklung war. Es ist jetzt ja ein paar Tage her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich zeige euch außerdem die Blumenherz-Variante. Es gibt nämlich ein Motiv, das ihr auf diesen Reagenzglashalter draufkleben könnt. Und da bin ich ein bisschen eskaliert. Das zeige ich euch jetzt gleich alles auf der Matte. Und wenn wir uns die aktuellen Projekte angeguckt haben, dann würde ich sagen, machen wir uns einmal gemeinsam Gedanken, mit welchen Projekten wir jetzt weitermachen. Ostern ist rum. Für den Muttertag habe ich hier quasi schon was vorbereitet mit meinem Herzprojekt. Und ich habe in den letzten Tagen einige Projekt- und Designwünsche von euch über mein Wunschformular auf der Webseite bekommen. Und ich wollte einfach mit euch mal so ein bisschen durchsortieren, was wir jetzt vielleicht zuerst machen, was zunächst. Und mal so ein bisschen quasi Stimmung abfragen, worauf die meisten Lust haben. Alles, was ich euch vorschlage, sind Projekte, auf die ich grundsätzlich Lust habe, sonst schlage ich sie gar nicht erst vor. Und ihr könnt mir vielleicht einfach dabei helfen, das so ein bisschen durchzusortieren. Ja genau, Daniela schreibt Weihnachten. Nach Ostern kommt Weihnachten, ganz klar, oder? Also eigentlich ist es fast ein bisschen so. Dann wären wir mal früh dran, ne? So vielleicht das ein oder andere kleine Weihnachtsprojekt im April. Ach nee, ja, wir gucken mal. Ich habe verschiedene Ideen schon, aber bevor ich jetzt anfange, mich da zu verplappern, gucken wir erst einmal auf das Reagenzglashalterprojekt drauf und auf das Blumenherz und ich erzähle euch da ein bisschen was. Ich habe Folie geplottet, das ist ja für mich was, was nicht so häufig vorkommt. Ich guck mal. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Ich hoffe, der Ton ist noch gut, weil das Kabel hängt jetzt hier einmal quer durchs Zimmer. Also, erstmal hier. Für die, die das nicht mitbekommen haben, damals ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, ist einmal das Reagenzglashalterprojekt. Das ist ein Dekoprojekt, also einmal ein 3D-Dekoherz eigentlich mit der Option, hier seitlich ein Reagenzglas einzubauen. Es gibt in meinem Shop schon diverse Reagenzglashalterprojekte und ich verwende da immer das gleiche Format an Reagenzglas, weil man die eigentlich idealerweise, ich glaube, man kann die gar nicht einzeln kaufen, man kauft, glaube ich, Minimum 10 oder so. Ich habe euch dieses Reagenzglas auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr rüberklicken zum Shop, von da aus kommt ihr weiter. Die gibt es sehr zuverlässig im selben Shop seit Jahren. Ich bestelle die bei eBay, beziehungsweise habe da mal eine Großbestellung gemacht und kann jetzt entsprechend immer schön noch mehr Reagenzglas-Projekte für euch produzieren. Vielen Dank, ich sehe gerade hier, Florian hat uns auch einmal den Link reingehauen zum Projekt. Das ist mit einem kleinen Einstiegsrabatt im Moment noch versehen, der gilt nur jetzt am Wochenende. Das heißt, wer Lust auf das Herzprojekt hat und nicht zufällig sowieso Klubi ist, der kann sich jetzt das Wochenende lang das Ganze noch zum Einstiegspreis einmal sichern. Danach bleibt das Projekt natürlich im Shop, aber dann geht der Preis halt einfach auf den normalen Preis hoch. Tada! Und da kommt auch schon das Blumenherz angeflogen. Das liegt hier, das schauen wir uns auch gleich nochmal in Ruhe zusammen an. Ich will jetzt bei dem Reagenzglashalter gar nicht mehr so unheimlich viel über das Innenleben reden. Es gibt hier zwei
unterschiedliche Varianten, wie man das Innenleben gestalten kann, in Abhängigkeit davon, ob man das Ganze mit oder ohne Reagenzglas umsetzt. Es gibt für das Projekt aber auch ein Anleitungsvideo. Wer sich erstmal lose dafür interessiert, wie das innen drin aussieht, der kann auch einfach mal rüberklicken zum Shop. Da ist dieses Video, in dem ich der Stream quasi, in dem ich das ursprünglich vorgestellt habe, auch nochmal für euch verlinkt. Und da habe ich so ein bisschen erklärt, vor welchen Herausforderungen ich da stand, wie der innere Aufbau ungefähr aussieht, dass es hier für das Reagenzglas auch nochmal so eine innere Führung gibt, dass hier ein Gewichtspäckchen verbaut ist. Wer das Ganze ohne Reagenzglas umsetzen will, der braucht weder die innere Führung noch dieses Päckchen. Der füllt das Ganze dann anderweitig auf, ist aber alles ausführlich im Anleitungsvideo erklärt. Ich wollte eigentlich nur nochmal hier zeigen, ne, wie das fertige Projekt aussieht, weil ich glaube, im Stream haben wir es mit Reagenzglas hier noch nicht gesehen. So, als ich das Projekt gezeigt habe, als es noch in Arbeit war, gab es sofort viele Stimmen dafür, dass wir dafür Deko brauchen. Und hier habe ich es tatsächlich diesmal mal von hinten nach vorne gemacht. Das Blumenherz, das hier liegt, das gab es eigentlich quasi schon, bevor ich das 3D-Deko-Herz gemacht habe, weil ich hier ein relativ zierliches filigranes Blumenherz habe und einfach dachte, es wäre schön, wenn es für dieses Blumenherz auch noch eine 3D-Variante gibt, mit der man das Ganze kombinieren kann. Blumenherz ist heute für euch in den Shop gewandert, hat verschiedene Varianten und dazu will ich jetzt auch gleich noch ein bisschen was erklären. Und zwar seht ihr hier einmal die Variante mit Öse, mit Aufhängung obendran. Das ist einfach, damit man es wirklich hinhängen kann. Dieses Riesenblumenherz, gefühlt, das ich jetzt hier einmal in Händen habe, könnt ihr mit einer ganz normalen 12x12 Zoll Matte plotten. Geschnitten habe ich das aus dem Tonkarton von Folia, 220 Gramm, in der Farbe Eosin, so heißt die bei Folia, glaube ich. Und habe einfach die normale Mattengröße ausgenutzt. Also für diese Größe Herz braucht man keine überlange Matte, gar nichts, sondern wirklich einfach nur eine normale Matte, aber natürlich größeres Papier als A4. Ich zeige euch das Ganze jetzt aber auch gleich noch in der A4-Variante. Ich habe es nämlich ursprünglich für A4 entwickelt. Um sicherzustellen, dass es wirklich in A4 auch plottbar und stabil genug ist, zeige ich euch auch gleich noch. Ja, ich glaube, so machen wir es auch. Wir gucken uns jetzt nochmal die Papiervarianten an und dann sage ich auch gleich noch was zum Thema Folie. Was für eine Farbe ist mein Herz? Annette, wenn du das Herz meinst, das ich hier gerade habe, das Pinkfarben, das ist wie gesagt Eosin. Hier, das hatte ich in ganz normalem Rot gewerkelt. Zur Folie sage ich gleich separat noch was. Und ich lese gerade noch Danielas Frage, sehr spannend. Daniela fragt, ob es ein wetterfestes Papier gibt, damit man das Herz auch auf ein Grab stellen könnte. Daniela, ich wüsste von keinem Papier, das so wetterbeständig ist, dass das funktioniert. Die einzige Idee, die ich da wieder hätte, man könnte versuchen, das Ganze zu lackieren. Das wäre die einzige Idee, die ich da habe. Ah, und die Annette sagt, sie meint das andere mit dem Reagenzglas. Guck mal, Annette, das täuscht vielleicht sonst auf dem Foto, aber das ist auch Eosin. Die sind beide in Eosin. Ich habe die jetzt mal bewusst beide in der gleichen Farbe umgesetzt. Ich zeige auch gleich nochmal Rot mit Rot. Ich weiß, das sieht auf dem Foto ein bisschen leuchtender aus, aber ich hatte das sehr stark ausgeleuchtet. Das war nämlich mitten in der Nacht, als ich das fotografiert habe. Aber es ist auch in Original umgesetzt mit dem Eosin-Tonkarton von Folia. Okay, gut. Also das hier einmal die große Variante. Ich hole, habe ich versprochen, einmal noch A4 ran, damit ihr es auch in A4 seht. Und dann seht ihr das Ganze auch gleich einmal noch ohne Aufhängung. Da seht ihr, das ist schon ein ganz gehöriger Größenunterschied. Ne? Das ist das Blumenherz jetzt in A4, ohne Öse oben, auch nochmal in A4 mit Öse oben. Und zu der Variante A4 mit Öse hole ich gerade mal hinter mir noch was ran. Vorausgesetzt, vorausgesetzt, ich komme dran. Ich brauche jetzt dann den nächsten Assistenten, wenn ich hier festgebunden bin an meinem PC. Ah, ich hoffe ja darauf, dass wir jetzt einfach das eine Viertelstunde so machen. Und dass ich dann das Ganze wieder abstöpseln kann und das Mikrofon weiter funktioniert. Das wäre jetzt gerade die Wunschvorstellung, wo ich noch nicht sicher bin, ob das klappt. Ansonsten hat mich heute mein Plotter geärgert. Beide Plotter haben mich heute geärgert. So sehr, dass ich jede Menge Zeugs bestellt habe heute. So, schaut mal. Ich habe hier noch eine weitere Form. Diese Form zum Hinterlegen, die ist mit in dem Download drin für das Blumenherz, weil das Blumenherz als solches, ihr seht es, das ist schon ziemlich filigran. Ich finde, es ist so noch gut machbar. Ich würde es mir so tatsächlich auch aus einlagigem Tonkarton einfach hinhängen. Wer aber sagt, ich möchte das gerne ein bisschen stabiler haben, ihr habt hier so eine größere Form mit drin im Download, auf die das Blumenherz genau drauf passt, die ihr einfach dahinter kleben könnt, um das Ganze nochmal ein bisschen zu verstärken. Seht ihr das jetzt überhaupt mit dem hellblauen Hintergrund? Das könnte ich mal was Dunkles dahinterlegen, ne? Achtung,
Ich mache einmal nochmal einen langen Arm in die andere Richtung. Und wir holen mal einen dunklen Tonkarton zum Dahinterlegen, nur für einen Moment, damit man den Eindruck ein bisschen besser kriegt. Ja, genau. Ich habe hier ein Transparentpapier verwendet. Das ist ein relativ starkes Transparentpapier. Ne? So, glaube ich, kann man sich es ein bisschen besser vorstellen. Wundert euch nicht, dass ich es noch nicht festgeklebt habe. Was dieses Ankleben von den filigranen Sachen angeht, haben wir uns gestern auch im Club noch mal unterhalten und Gedanken gemacht, wie man das am besten machen kann. Eine Variante wäre hier natürlich wieder mit Sprühkleber zu arbeiten. Das nebelt aber immer alles ein, dann hält es manchmal doch nicht so ganz. Man muss es auf jeden Fall beschweren. Eigentlich, wenn wir wirklich wollen, können wir es bei dem einen Motiv einfach zusammen jetzt gleich ausprobieren. Sobald ich mich hier losmachen kann vom Kabel, gehe ich mal ganz kurz auf die Suche, ob ich einen Karton habe, in den ich reinsprühen kann. Und dann sprühen wir einfach mal beschwerenslegens zur Seite und gucken es uns im nächsten Stream nochmal gemeinsam an, wie gut es hält, ob es an allen Ecken hält. Dann hätten wir das Thema Kleben mit dem Sprühkleber nochmal behandelt. Da werde ich nämlich immer wieder danach gefragt. Ich habe heute noch was anderes bestellt, was ich unbedingt ausprobieren will. Ganz andere Richtung. Erzähle ich aber erst im nächsten Stream mehr, voraussichtlich nächste Woche Freitag, wenn ich bis dahin die Gelegenheit hatte, das auszuprobieren, weil geliefert wird erst am Mittwoch. Das heißt, ich habe da gar nicht so unheimlich viel zeitlichen Puffer zwischendrin. So, also was ihr gesehen habt, ist, das Herz ist enthalten mit Öse, ohne Öse. Form zum Hinterlegen habt ihr gerade gesehen aus Transparentpapier. Und ihr könnt es natürlich nicht nur aus Papier schneiden, sondern ihr könnt es auch aus Folie schneiden. Und darüber war ich jetzt gestern ganz happy. Ich bin sehr gespannt, wie euch die Variante gefällt. Ihr seht, habt euch vielleicht schon gewundert, warum das Herz hier außen noch so aussieht. Da fehlt noch die Außenseite. Das muss ich außen noch zukleben. Und wer das ganze Herz einmal umsetzen will mit diesem zusätzlichen Blumenmotiv, dem würde ich eigentlich ein ähnliches Vorgehen empfehlen. Ich habe hier nämlich jetzt tatsächlich eine Flexfolie aufgepresst auf den Folia-Tonkarton. Und das würde man jetzt einfach im Ganzen hier von außen aufkleben. Und ich finde ja hier so rot auf rot eigentlich ganz schick, weil es ist dezent, aber es ist trotzdem sichtbar und es macht das Ganze, finde ich, irgendwie interessant, weil es nicht auf totalen Abstand schon, na, es knallt nicht so. Ich hätte jetzt natürlich auch hier was Weißes draufpacken können. Ah, das habe ich jetzt nicht gerade in der richtigen Größe da, aber ihr seht, ne, da ist der Kontrast einfach viel heftiger. Ich finde hier eigentlich so ein bisschen Ton in Ton mit diesem Glanzeffekt sehr, sehr stimmig. Also ich war gestern sehr happy mit dem Ergebnis. Und ich habe mir gleich noch was Weiteres überlegt, das kann ich euch gleich noch zeigen, nämlich wie man das möglichst einfach positioniert bekommt. Ich zeige euch das deshalb separat, weil ich euch auch bei dem Blumenherz-Download eine extra Datei mit reingepackt habe, wo das Ganze schon hier passend für den Reagenzglashalter skaliert ist. Und wichtig, das zeige ich euch hier gleich noch an dem Teil, das hier liegt, wo ihr diese Randform schon mit drin habt, damit das Ausrichten möglichst leicht von der Hand geht. Ich dachte, wir machen heute mal einen auf ganz entspannt und entgittern hier kurz gemeinsam, damit ihr einmal seht, was ich meine. Wundert euch nicht, das wird langsam gehen und dauern. Ich bin einfach überhaupt kein Folienprofi, aber ich habe mich gestern Abend beim Entgittern gefragt, warum ich das nicht viel öfter mache. Das hat auf mich irgendwie so einen Entspannungseffekt. Es sei denn, das kann ich euch auch noch zeigen, es sei denn, man übertreibt es und setzt das Ganze gleich in Mini-Mini um. Ich habe hier dieses schon verkleinerte, ne, passend verkleinert für das Reagenzglasmotiv, nochmal auf 50% verkleinert. Also das ist wirklich winzig, winzig. Aber auch hier finde ich super, wie das rausgekommen ist. Und ich werde das einfach auf eine Karte kleben oder so. Also einfach mal so auf schnell eine Karte gemacht. Klar, man hätte das jetzt auch wieder mit Aufhänger schneiden können. Aber ich habe das gestern eigentlich nur geplottet, weil diese kleine Folienform noch genau, aber ganz genau hier innen reingepasst hat. Leider ohne diesen schönen Rand. Aber ihr versteht, was ich meine. Ich wollte einfach keine Folie verschwenden und habe das so stark verkleinert, dass es nochmal in die Mitte geht. Wenn ihr das auch machen wollt, dieses kleine Mini-Ding als kleine Entgitter-Herausforderung, müsst ihr, wenn ihr mit diesem Rand arbeiten wollt, wahrscheinlich noch ein kleines bisschen kleiner skalieren als 50%. Diesen Rand habe ich nämlich erst nachträglich hinzugefügt. Ich zeige euch gleich nochmal, was ich mit dem Rand meine. Ich will nur gerade einmal noch über eure Fragen drüber gehen. So, was haben wir hier? Die Annette hat gefragt, ob man das auch voll quillen könnte. Ja, Annette, du könntest es voll quillen, aber nicht vergessen, wenn du das voll quillst, hast du einen anderen Effekt, weil beim Vollquillen zeichnet er dir ja nur die Konturlinien. Das heißt, du siehst die Flächen in dem Sinne nicht. Du müsstest es sonst mit einer Fülldatei füllen oder in
Silhouette kann man auch formen mit quasi Fülllinien versehen, aber da zeichnet er halt eine gefühlte Ewigkeit. Wo ich mir es eher vorstellen kann, wo es wahrscheinlich auch ohne Füllung ganz gut wirkt, ist, wenn man das für diese stark verkleinerte Variante nutzt. Also wenn du es gern vollquillen möchtest, darfst du es sehr gerne vollquillen. Kannst einfach mal ausprobieren. Und die Petra hat gefragt, ist die Folie von KMB, ich übersetze KMB, Petra, hoffentlich jetzt richtig mit der Kreativmanufaktur. Nein, tatsächlich nicht, aber es kann sehr gut sein, dass die haben. Die Folie ist eine Caesar-Folie, das ist die PS Electric, heißt die, glaube ich. Die habe ich schon ewige Zeiten hier, noch aus einer Zeit, wo ich noch ein angemeldetes Gewerbe hatte, Teil einer Großbestellung. Also ich habe die quasi auf Rolle in viel. Aber die findet ihr, glaube ich, bei allen möglichen Plotter-Folie-Shops. Das ist eine Caesar Easyweed PS Electric, heißt die, glaube ich. Ich habe sie euch deshalb auch unten nicht verlinkt, weil da, wo ich sie gekauft habe, das war, wie gesagt, ein Shop für Gewerbetreibende. Das wäre für die meisten von euch ohnehin wahrscheinlich uninteressant. Ah, und ich lese gerade was ganz Spannendes. Achtung, da muss ich mal ganz kurz zu euch zurückkommen. Die Alicia, die hier schreibt, Alicia hatte den Auftrag, hier sich zu melden. Die hat das elektrostatische Bett für die Cameo 5 gekauft und sie sagt, das sei super, das hält Folia 300 Gramm perfekt. Ha, ob du 80 Gramm Papier testen sollst, Alicia, was ist das für eine Frage? Natürlich sollst du 80 Gramm Papier testen, bitte. Mach das unbedingt und das ist ganz schlecht. Das ist schlecht, dass du mir das heute sagst. Heute, an dem Tag, an dem ich sauer bin auf meine Geräte, die da hinter mir stehen, weil mir dann natürlich sofort wieder der Finger juckt, auch doch wieder eine Cameo 5 zu kaufen. Nein, 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 ich widerstehe, zumindest noch bis nächste Woche. Zu meinem Plotter-Problem, ich weiß, es interessiert euch ja auch immer ein bisschen, mit was ich gerade plotte und warum. Ich habe heute eigentlich gedacht, ich mache das hier auf die Schnelle mit der Juliette, aber die Juliette schneidet mir im Moment nicht schön sauber und ich bin noch nicht dahinter gekommen, warum. Deshalb habe ich heute ein was getan, was absolutes Standard-Troubleshooting ist. Ich habe nochmal eine original lange Matte bestellt, ich habe nochmal original Klingen bestellt und ich habe eine Schneideleiste bestellt, um die auszutauschen. Um einfach alles, was quasi Verschleißteile sind, einmal auf den neuesten Stand zu bringen. Und ich hoffe sehr, dass die Juliette danach wieder in gewohnter Qualität für mich schneidet, weil sonst werde ich grantig. Nee, also ich finde schon raus, woran es liegt. Aber es hat mich heute echt fuchsig gemacht, weil ich wollte einfach nur dieses Blumenherz für euch fertig machen und ich konnte kein Foto machen, weil die Cameo hat es zwar super schön geschnitten, aber die braucht eine Ewigkeit mit ihrem Überschnitt und zwei Durchgängen, bis sie einmal so ein Herz geschnitten hat. Und ich habe dabei auch noch Materialtests gemacht und ich bin nicht weitergekommen, weil die halt da vor sich hingerödelt hat. Und weil ich es aus der Juliette, ich kann es euch gleich dann auch nochmal zeigen, wie der Schnitt jetzt aussieht. Ich habe es einfach nicht schön rausgekriegt, obwohl ich die Klinge gewechselt habe, obwohl ich an den Einstellungen rumgespielt habe. Und am Anfang war das für mich mit der Juliette Plug and Play, losschneiden, fertig, geiles Ergebnis, alles gut. Deshalb habe ich gerade im Moment so ein bisschen Frust, aber deshalb habe ich auch heute, war mir es einfach egal, 50 Euro ausgegeben und alles nochmal in Originalzubehör bestellt, um einfach zu gucken, was da los ist. Ihr wisst, ich plotte sehr viel und was die Juliette halt schon hat, ist, ich habe es gerade vorhin zu meinem Mann gesagt, ich plotte in der Cameo auf meinen selbstgebauten Schneidematten nicht Wochen, nicht Monate, sondern Jahre. Also ich verwende die eigentlich ewig. Deshalb war das für mich unvorstellbar, dass ich hier vielleicht schon eine neue Matte brauchen könnte. Aber die Juliette hat viel stärker andrückende Rollen, die das Ganze da rumtransportieren. Und das haben vielleicht die anderen Caesar-Nutzer auch schon festgestellt, dass die Matte sich durch diese Rollen irgendwie so ein bisschen wellt. Also sie ist nicht mehr perfekt glatt. Ich hatte eigentlich das Gefühl, es ist kein Drama, aber ich predige sonst auch immer, dass die Schneidematte auch ein wichtiger Teil des Prozesses ist, weil die ist nun mal unser Trägermaterial, wenn wir Papier schneiden. Deshalb alles nochmal neu. Ich werde nächsten Freitag berichten, ob es was gebracht hat. Auch da toi toi toi, ich hoffe, die Sachen kommen schnell an, dass ich ausprobieren kann, weil ich da heute echt Frust hatte, weil Plotten einfach keinen Spaß macht, wenn es nicht funktioniert. Ja, okay. Deshalb, die Cameo 5 mit dem elektrostatischen Bett führt mich gerade heute so ein bisschen in Versuchung. Alicia, Update bitte nächsten Freitag. Entweder habe ich mich bis dahin wieder vertragen oder ich muss es doch nochmal versuchen. Ja, ich lese gerade Jonna, die schreibt, sie macht die Klemmen immer hoch und dann geht's. Ja, Jonna, ich habe tatsächlich die bei mir in der Mitte bei der Juliette auch entlastet. Das hilft auch. Aber trotzdem habe ich nicht mehr so schöne, perfekte Schnitte, wie ich sie
am Anfang hatte. Also ich habe ja am Anfang wirklich gar nichts machen müssen. Ich habe nicht lange an den Einstellungen spielen müssen. Wer damals in dem Stream dabei war, als ich das Ding ausprobiert habe, ich bin ja quasi umgefallen vor Begeisterung, weil sie so schnell war, so leise war und eigentlich direkt auf Anhieb out of the box ein super Schnittergebnis geliefert hat. Und dahin will ich zurück. Ich will jetzt nicht anfangen, mich rumzuärgern. Ich will, dass es weiterhin unkomplizierte, perfekte, saubere Schnittergebnisse gibt. Ich bin gespannt. Ich werde berichten. Nächsten Freitag wissen wir mehr. So. Ja, die Petra schrieb schon, kommt da etwa der nächste Cameo 5. Wir warten es mal noch ab, Petra. Ich versuche mal noch die Vernunft walten zu lassen. Alicia, ob du was Bestimmtes testen sollst. Mal was super duper Filigranes, bitte. Was richtig Filigranes mit Schnörkeln, mit Spitzen. Eigentlich würde sich mein Blumenherz dafür prima eignen. In klein. Also irgendwas, was so eine richtige Herausforderung ist, wo man möglichst, ne, möglichst wenig banale Formen, was richtig filigran, fiddelig ist, wo man sagt, da stellt man jetzt mal eine Herausforderung. In groß ist das nicht so das Problem, aber ihr habt das Minimotiv gesehen, umso kleiner es wird, umso anspruchsvoller wird das Ganze letzten Endes auch. Würde ich sehr spannend finden. Perfekt, ich danke dir. Alicia schreibt, sie macht es. Sehr gut. Dann wissen wir auch schon, worüber uns nächste Woche Freitag hoffentlich berichtet wird. Alicia, nächste Woche 20 Uhr. Freitagabend 20 Uhr, ich hoffe, du bist wieder da. Okay, jetzt würde ich sagen, wir entgittern so ein bisschen gemeinsam. Das habe ich auch noch nicht live im Stream gemacht. Ihr dürft auch alle herzlich über mich lachen. Ich bin nicht die schnellste Entgitterin, aber ich will euch sehr gerne das mit dieser Randform nochmal zeigen, warum ich das gemacht habe, warum das praktisch ist und wie man da sehr schnell quasi das Ganze aufpressen kann. Und dabei kann ich jetzt auch direkt für mich nochmal die Presseinstellungen testen. Ich nehme nämlich, ich habe die Voreinstellung genommen oder den Vorschlag, den ich heute extra gegoogelt habe zu der Folie. Aber ich kann euch nochmal versuchen, das ein bisschen aus der Nähe zu zeigen. Mir ist der Kleber neben der Folie so ein kleines bisschen rausgekommen. Deshalb wäre jetzt bei der zweiten Seite der Versuch, etwas kürzer zu pressen. Ich habe nämlich beim ersten Mal 150 Grad 15 Sekunden komplett gepresst. Dann habe ich die Trägerfolie abgezogen und habe dann nochmal nachgepresst. Und ich würde jetzt mal versuchen, nur 10 Sekunden anzupressen, dann abzuziehen und nur 5 Sekunden nochmal nachzupressen, damit man einfach noch ein bisschen schöneres Ergebnis bekommt. Ihr dürft, wenn ihr mögt, natürlich hier sehr gerne die Kommentare schon benutzen. Ah, nein, wir machen es andersrum, oder? Wir machen es andersrum. Wir entgittern gleich gemeinsam. Ich hole erst noch die Projektvorschläge. Damit wir uns Gedanken machen können, was es als nächstes geben soll, dann habt ihr, während ich entgitter, nämlich Zeit, was dazu zu sagen. So machen wir das jetzt. Achtung, jetzt stecke ich erstmal das Mikrofon ab und wir werden merken, ob ich trotzdem noch Ton habe. Habe ich noch Ton? Ja, ich glaube, es hat geklappt. Mal sehen, wie lange. Ja, hier ist es. Wird jetzt einmal angesteckt und mitgenommen. Sehr schön, ich bin wieder frei. Also, ich hole euch jetzt erstmal Sachen bei. Ihr habt euch verschiedene Sachen gewünscht. Ich zeige euch das Grundprojekt, aus dem sich das entwickeln würde, damit ihr eine Vorstellung habt, um was es geht. Vor allem die, die vielleicht nicht immer dabei sind und nicht wissen, was wir hier so treiben. Alle dürfen mit überlegen und mit abstimmen. Deshalb hole ich gerade noch mal die Sachen ran. Ich habe nämlich Ostern schon so ein bisschen weggeräumt, damit ich Platz habe für neue Projekte. Das eine, was ihr euch gewünscht habt, ist eine Kugelvariante. Von der Idee her eine Kugelalternative zu diesen Eiern, die wir zuletzt im Stream gebastelt haben. Also auch basierend auf dieser Streifentechnik, einmal glatt angeschnitten und einmal hier mit einer Zickzackkante, nur eben nicht als Ei, sondern als Kugel. Ich fand die Idee schön, weil Kugel kann man ganzjährig verwenden. Wir hatten das ja mit dem Mattlack lackiert, um das Ganze wasserbeständig zu machen. Das heißt, ich kann mir vorstellen, man kann das wirklich auch auf dem Balkon, auf der Terrasse irgendwie mit auf den Tisch stellen. Das heißt, das hier wäre Kugel geklebt. Die Petra ist mal wieder da mit ihrem Schornsteinfeger. Petra, du lässt nicht locker. Ich weiß. Du kannst den auch jede Woche nochmal ins Wunschformular eintragen. Also Kugel, die quasi als Deko und Verpackung dienen kann und wo man vor allem wieder was reinpflanzen kann, wäre eine Variante. Ich habe darauf wirklich Bock. Das heißt, ich habe dafür sogar schon ein 3D-Modell gemacht. Das heißt, da wäre schon Vorbereitungsarbeit da. Kugel wäre das eine. Kugel zum Kleben. Wir müssen jetzt überlegen, wie ihr das am besten in die Kommentare packt. Ich habe es gestern im Club schon gesagt. Es geht ein bisschen nach dem Motto, das, wofür die meisten sind, wird am ehesten umgesetzt. So würde ich das handhaben. Die Kugel zum Kleben, ihr müsst es ausschreiben, es tut mir leid.
Ansonsten Kugel ohne Kleben. Deshalb sage ich das zum Kleben schon explizit dazu. Dafür muss ich noch mal hier die Eiergrenze holen, die wir gemacht haben. Ich habe zu den Kugeln, gab ja vor den Eiern ohne Kleben, gab es die Kugeln ohne Kleben. Und da haben wir jetzt ja zu Ostern hier unter anderem Grenze gebastelt. Ein Wunsch war hier Kugelgrenze zu Weihnachten. Die hätten jetzt für mich noch ein bisschen Zeit, die Kugelgrenze. Aber für die Kugeln jahreszeitlich neutralere Motive könnten wir auch jetzt schon machen. Ne? Die bräuchten wir nicht erst zu Weihnachten. Die könnte man eigentlich auch jetzt schon machen. Ich frage mich gerade, wo ich den Deckel gelassen habe. Egal, den werde ich wiederfinden. Dann gab es noch einen Wunsch, das wäre auch wieder ohne Kleben. Und zwar für die Laterne. Für die Laterne. Ich laufe los und suche die Laterne. Tada! Neue Motivseiten für die Laterne ohne Kleben waren auch noch gewünscht. Ich glaube, das kam zustande, weil wir das Osterei mit diesen schönen Blumenwiesendeckseiten gemacht haben. Und es kam quasi zurecht der Einwand oder der Wunsch, dass wenn man das bei der Laterne integrieren würde, man das halt längerfristig hinstellen kann. Ne? Die meisten von euch räumen jetzt wahrscheinlich früher oder später die Ostereier wieder weg. Aber bei der Laterne haben wir an der Seite auch viel Platz. Das heißt, da könnte man auch sehr schön Motive drauf machen. So. Ah ja, ich lese auch hier von Kim noch mal was. Das holen wir doch auch gerade noch mal rein, weil Kim sich mit Lack sehr gut auskennt. Die schreibt, das funktioniert schon mit normalem Acryllack mit den Windlichtern. Sie hat ihre Lichter sogar über den Winter draußen stehen gelassen und die sind einwandfrei. Also nur als Info. Kim, das ist perfekt. Und wenn du Lust hast und Muse, vielleicht magst du mir mal einen Link schicken zu dem Acryllack, den du verwendest. Weil dann würde ich sehr gern genau den auch noch mal bestellen, benutzen, wenn ich schon weiß, dass deine Sachen damit im Winter draußen überstanden haben, dann immer her damit. Also anderes Thema, wie gesagt, hier ne, Motive für die Laterne. Ihr dürft auch gerne dazu schreiben, ob ihr einen bestimmten Motivwunsch habt, ob es was Bestimmtes sein soll. Umso konkreter, umso einfacher habe ich es. Ah ja, und die Maren schreibt noch ganz wichtig, ein kleines 3D-Herz für innen rein in das neue 3D-Herz. Ich weiß, was du meinst, Maren. Da nehmen wir jetzt gleich alle nochmal mit dazu. Es gibt einen Grund, warum ich das nicht gemacht habe, aber ihr dürft mich gerne überstimmen. Wenn jetzt die Mehrheit von euch sagt, doch, ist doch gut, dann machen wir das halt noch. Und zwar, wo habe ich es denn? Guck mal, das ist ja der Ausschnitt, der hier in der Mitte bei dem 3D-Herz übrig bleibt. Und ich kann dir gar nicht sagen, warum. Ich finde so die Form, diese geschwungene, breiter, schmaler Form von dem 3D-Herz sehr hübsch. Aber ich finde nur dieses Innere irgendwie nicht besonders gefällig. Und genau deshalb habe ich jetzt daraus auch noch kein einzelnes Steckteil gemacht. Wenn ihr jetzt aber alle geschlossen sagt, doch, wir brauchen hier noch sowas, was man da einsetzen kann, dann gehe ich das nochmal an. Überstimmt, Maren schreibt direkt überstimmt. Ja, ja, du musst noch ein paar Mitstreit erfinden, Maren. Hier hast du heute die Gelegenheit, vielleicht spricht sich ja noch der eine oder andere dafür aus. Ich weiß nicht, ob man versteht, was ich meine, aber so die Grundform alleine von dem Herz würde ich so normalerweise nie umsetzen. Christine schreibt für die Motive für die Kugeln ohne Kleben und Kranz, dann gehen die Kugeln immer. Ja, genau, nicht nur im Winter. Das war eben auch ein Wunsch, dass man die Kugeln zum Beispiel im Wintergarten oder wo auch immer auch aufhängen kann. Die Petra will es dann lieber innen beleuchten. Haut ruhig eure Wünsche nochmal raus. Und während ihr jetzt einfach gerne schreiben dürft, auf was ihr am meisten Bock habt, vorgeschlagen hatte ich die Kugel, die geklebte Kugel aus Streifen, die wir als Blumentopf benutzen können. Nennt sie von mir aus Blumentopfkugel. Die Kugeln ohne Kleben. Motivseiten für die Laterne. Ansonsten so ein paar einfachere Sachen. Hier, was die Annette schon schreibt, neue Stecker mit Spieß und ohne Spieß. Annette, die kommen auf jeden Fall. Ich werde versuchen, jetzt zwischendurch immer mal noch so Kleinigkeiten einfach einzustreuen, die mir auch das Leben leicht machen, die ich so ein bisschen nebenher einfach zaubern kann. Sowas kommt zwischendurch auf jeden Fall. Gut, die Laterne noch mal in Größe. Ihr habt schon Ideen. Kugeln ohne Kleben und Laterne. Ja, haut mal raus. Ihr dürft jetzt raushauen und ich darf in der Zeit, würde ich sagen, entgittern, weil das das eine ist, was ich noch machen wollte, damit wir uns einmal gemeinsam angucken können, was es hier mit diesem Rand auf sich hat. Wartet, ich nehme den anderen Haken.
Welchen Entgitterhaken habt ihr? Ich habe einen Entgitterhaken, der hat Haken auf beiden Seiten und ich habe schon 100 Mal überlegt, den auseinanderzusägen, weil ich mich mit dem immer selber steche. Aber ich habe Gott sei Dank auch einen, der nur einen Haken auf einer Seite hat. Das ist für so Grobmotoriker wie mich ist das besser. Irgendwie habe ich die zweite Seite immer nicht so richtig im Blick und dann piekse ich mich selbst. So, jetzt können wir mal auf die Uhr gucken. Es ist 20.30 Uhr. Ich will mich ja selbst nicht unter Druck setzen, aber ich will trotzdem mal schauen, wie lange ich ungefähr brauche, um das Ding einmal zu entgittern. So, falls ihr euch wundert, warum hat es außenrum diesen akkuraten Herzrahmen, weil ich genau den einfach nochmal für euch mit in die Datei gepackt habe, damit ihr das Ganze, man kann es eigentlich jetzt schon erahnen, ihr könnt das Ganze nachher einfach mit dem genau passenden Rand von unserer Trägerfolie perfekt auf eurem Papier positionieren. Und dann muss man nicht so viel raten und nicht so viel hin und her schieben, um das Herz wirklich genau perfekt auch ausgerichtet zu bekommen. Ich habe das hier bei dem kleinen Herz, war ich noch nicht so schlau. Und da habe ich ungefähr 5-mal so lang gebraucht und war mir trotzdem 3-mal nicht sicher, ob das wirklich von den Rändern her genau stimmt. Also ich habe dann irgendwann gesagt, es ist mir jetzt egal, es wird jetzt so drauf gepresst und gut ist. Aber ihr seht dann gleich, was ich meine. Man muss nicht so viel hin und her schieben, wenn man genau diese Randform eben dann schon mit dabei hat. Ja, Daniela schreibt, ob ich den Schutz auf der anderen Seite nicht mehr drauf habe. Nee, Daniela, dafür bin ich einfach zu chaotisch. Den Schutz, den habe ich irgendwann runtergemacht und weiß der Geier, wo der genau ist. Der ist irgendwo. Ich weiß, da sind ja normalerweise so komische Gummidinger drauf, aber ich benutze sowieso interessanterweise immer nur die eine Seite und ich habe auch schon ewig, wirklich ewig nichts mehr mit Folie gemacht. Entsprechend sage ich ja, das wird jetzt auch dauern, aber ihr seid ja geduldig mit mir. Ihr dürft zwischendurch gerne in die Kommentare schreiben. Ich versuche zwischendurch immer mal hochzugucken und zu lesen. Flo und Annette sind auch da, die markieren auch die wichtigen Sachen. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht ewig dafür brauchen. Ich habe die Presse aber hinter mir schon angeschaltet, weil ich mich riesig freuen würde, wenn ich diese eine Seite einfach noch drauf kriege, weil dann könnte ich das rote Herz auch fertig machen. Deshalb wundert euch nicht, ist im Shop auch nur so abgebildetes Blumenherz, wie ihr es hier liegen seht. Ich habe da nur schnell das große pinkfarbene Herz jetzt heute fotografiert, nachdem ich endlich einen Plotter davon überzeugt hatte, so zu schneiden, wie er schneiden soll. So. Und diejenigen von euch, die dieses Deezer Easy Beat kennen, die können mir auch mal schreiben, ob das eine gute Wahl ist. Ich hatte jetzt heute eigentlich schon das Gefühl. Ich kann heute nicht mehr sagen, warum ich die damals bestellt habe. Aber ich hatte jetzt so beim Arbeiten eigentlich das Gefühl, die hat sich sehr gut verarbeiten lassen. Wer also mag, hier die Folienprofis unter euch, ihr dürft mir gerne auch eure Folienempfehlung schicken. Weil ich habe jetzt gerade wieder so ein kleines bisschen Blut geleckt. Mir macht das jetzt gerade wieder Spaß. Ist nicht so, das muss ich euch nicht sagen, dass ich nicht noch irgendwie viele Folien im Schrank habe. Aber die sind alle schon ein bisschen älter. Vielleicht ist ja da inzwischen was Neues, total Geniales da, was ich noch gar nicht kenne. Dürft also gerne mal eine Empfehlung aussprechen. Und falls ihr euch fragt, warum ich hier jeden Futzeln einzeln abstreiche, ich weiß, es würde schneller gehen, wenn ich das anders mache, weil ich unbedingt sehen will, wo ich hinsteche. Dafür bin ich aktuell nicht routiniert genug, dass ich da 20 Dinge aufspieße und erst dann einmal das hier auf mein Klebeband absetze. Ich muss das einigermaßen gut sehen können. Ah, Kim fragt nochmal. Sorry, natürlich, Kim, kann ich nochmal erwähnen, was ich jetzt hier... das war jetzt Christine, die gefragt hat, schneide ich mit Schutzfolie durch, machen wir es so rum. Christine, guck mal, hier habe ich tatsächlich nur am Rand die Schutzfolie mit durchgeschnitten und habe ansonsten die Schutzfolie nicht mit durchgeschnitten. Wäre aber hier tatsächlich fast eine Überlegung wert gewesen, weil das hier ist ja als Papiermotiv konzipiert. Hätte ich die Schutzfolie mit durchgeschnitten, hätte ich es wahrscheinlich einfach von der Matte nehmen können. Ah, das juckt mich jetzt ja fast in den Fingern, das auszuprobieren. Aber wir entgittern jetzt brav. Hätte ich die Schutzfolie mit durchgeschnitten, hätte ich es wahrscheinlich einfach abziehen können, ne? Aber dann wäre es auch nicht mehr so schön in sich stabil. Das macht ja schon die Trägerfolie. So, und die Kim hatte eigentlich gefragt, was es ist. Es ist eine Sisa-Folie, eine EasyWeed PS Electric heißt die. Ich hätte euch ja den Namen wenigstens in die Beschreibung schreiben können. Das merke ich mir für die Zukunft, auch wenn ich keinen Beschaffungslink für euch habe. Aber ich glaube, die gibt es auch quasi gefühlt überall. Und ich bin auch froh, dass es die immer noch gibt. Das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Ich habe halt früher auch schon mit anderen Folien gearbeitet. Wie gesagt, das ist bei mir alles schon ewig her.
ganz, ganz, ganz in meinen Anfängen war ich mal im Kreativteam von Hobbyplotter. Dann haben die einem manchmal auch so Materialien geschickt. Ich kann euch heute nicht mehr sagen, was das für eine Folie war, aber da war eine Folie dabei, die hat mich fast wahnsinnig gemacht. Das war irgendwie so eine Stretchfolie und die hat sich so schlecht entgittern lassen. Und die hat sich nicht nur schlecht entgittern lassen, die hat sich auch wirklich, wirklich schlecht pressen lassen. Also immer war irgendeine Ecke nicht richtig fest. Da hatte ich jetzt heute hier bei der Electric gar kein Problem. Ich habe einfach kurz gegoogelt, was die empfohlene Einstellung dafür ist. Und genau die habe ich auch genommen und genau damit hat es auch super funktioniert. Abgesehen davon, dass ich jetzt sage, okay, ich würde die Gesamtpresszeit hier noch reduzieren. Wenn ich hier Folie auf Papier presse, ist halt so ein bisschen meine Grundidee. Das ist ja kein Textil, das gewaschen wird. Ne? Ich muss jetzt nicht gucken, dass der Kleber richtig tief irgendwie in die Faser eindringt, sondern ich will ja einfach nur, dass die Folie auf dem Papier haftet. Und hier, wartet, ich kann euch die gleich nochmal hinhalten. Wenn man ganz genau hinschaut, ich weiß nicht, ob man das wegkriegt, aber ich würde es gerne probieren, dann sieht man hier an den Rändern, weiß nicht, ob ich das auf der Kamera eingefangen bekomme. Aber man sieht so einen ganz kleinen Schatten, wo man das Gefühl hat, da ist so ein ganz kleines bisschen der Kleber so nach außen rausgekommen. Und ich denke, dass man das mit einer etwas reduzierten Presszeit wahrscheinlich in den Griff kriegt. Also bei dem kleinen Herz hatte ich dann schon kürzer gepresst und da ist, fand ich es schon schöner. Aber ich konnte eben nicht sagen, ob es das jetzt alleine war. Und das Schöne beim Aufpressen ist halt, man hat nicht irgendwie flüssigen Kleber und muss nicht aufpassen, dass man sich hier irgendwas verschmiert, wie wenn ich jetzt irgendwie mit einem Leim arbeite, sondern ich kann es einfach an Ort und Stelle legen und kann es dann festpressen. Das ist dann auch der schnellste Teil. Also ich weiß, unter euch gibt es wahrscheinlich Speed-Entgitterer, die ständig was mit Folie machen. Die werden jetzt in 2 Minuten fertig oder werden seit 2 Minuten fertig wahrscheinlich. Aber ich muss es jetzt einfach so ein bisschen hier vor mich hin wursteln. Oh, Alexandra fragt, wie wäre es mit 3D-Blumen für meine Reagenzglasvasen? Aus Papier quasi, das finde ich eigentlich eine sehr schöne Idee. Ja, finde ich eine sehr schöne Idee. Ich wollte tatsächlich mal mit euch noch ein paar Spiralblumen machen, weil ich ein sehr lustiges Werkzeug entdeckt habe, mit dem das extrem schnell geht. Wollte ich eigentlich tatsächlich auch noch rechtzeitig zu dem Herz schaffen, habe ich aber nicht geschafft. Können wir so ein paar Deko-Elemente können wir jetzt einfach zwischendurch mal noch machen, bevor wir mit Weihnachten weitermachen. Machen wir mal noch so ein paar Blümchen und ein bisschen Frühling und ein bisschen Ostern und so. Ostern. Ich bin noch nicht ganz richtig unterwegs. Und Sommer und so. Bei uns waren es heute tatsächlich schon 19 Grad. Das war sehr wunderbar. Von mir aus darf es jetzt gerne auch besser werden mit dem Wetter. Das heißt dann zwar auch, dass ich wieder ein bisschen mehr im Garten bin und wieder ein bisschen weniger am Plotter. Aber trotzdem ist jetzt mal Zeit. Gibt es denn ansonsten, apropos Garten und schönes Wetter, vielleicht gäbe es ja auch Ideen, was man so für die Terrasse noch machen kann. Aber das wird natürlich ein bisschen davon abhängen, dass uns bei Papier das mit dem Haltbarmachen gelingt. Ne, da wieder hier Appell nochmal an die Kim. Kim, denk dran, schick mir den Link für deinen Lack. Danke. Ist das schön, oder? Ist für mich auch ein schöner Start ins Wochenende, wenn ich hier so die Arbeit verteilen kann. Die Alicia, die sich um den Plotter kümmert für mich. Die Kim, die sich um den Lack kümmert. Florian und Annette, die da sind und sich hier mit mir kümmern. Das ist sehr schön. Das gefällt mir gut. Das können wir jetzt öfter so machen. Wir treffen uns hier. Ich verteile die Aufgaben. Und eine Woche später treffen wir uns dann wieder und gucken, was rausgekommen ist. Ja, entgittern kann man auch im Garten, das stimmt. Das heißt, du willst mir damit sagen, wir können ruhig mal noch so ein paar Foliensachen machen. Es ist ja nicht so, dass es in meinem Shop keine Folienmotive gäbe. Ne? Ich habe das ja früher ganz häufig gemacht. Und ich kann euch tatsächlich gar nicht sagen, warum ich damit irgendwann aufgehört habe. Aber das kennt ihr vielleicht auch. Man hat halt so Phasen, man hat so Arbeit, so Schaffensphasen. Es gibt einfach unterschiedliche Sachen, die einem zu unterschiedlichen Zeiten Spaß machen. Und manche Sachen kommen dann halt irgendwann einfach auch wieder. So, bisschen Angst, ich stehe jetzt ja hier ein bisschen weiter weg als sonst und die Lichtbedingungen sind auch nur so mittel, weil ich es nicht so hell machen will, dass ihr nichts mehr seht. Aber bis jetzt geht es noch ganz gut, ich habe noch nichts kaputt gemacht. Das ist ein bisschen da der innere Monk, der kriegt die Krise, wenn man dann doch ins falsche Teil reinsticht. Aber ich habe heute nach dem Pressen von den Teilen festgestellt, dass man das nachher eigentlich gar nicht mehr sieht. Also die Folie scheint viel zu verzeihen. Achtung, jetzt versuche ich gleich zwischendurch mal wieder zu lesen, zu gucken, was ihr so schreibt.
Ich lese vor allem wieder hier die Wünsche noch von Petra. Da muss ich doch gerade noch mal lachen. Ein 3D-Springbrunnen. Petra, du hast ja Ideen. Der aber dann auch so wetterbeständig sein muss, dass man da auch richtig Wasser durchlaufen lassen kann, oder? So wie ich euch kenne. Mit Pumpe. Und mit Beleuchtung. Ja, das wär's. Wir müssen einfach mal das Material wechseln. Wenn ihr jetzt alle mit mir zusammen irgendwie zum 3D-Drucker wechselt, da kann ich sowas. Da hat man es vom Ausgangsmaterial her ein bisschen leichter. Oder wir bauen aus Papier eine Gießform und dann betonieren wir das Ganze. Wird ausbetoniert. Dann zählt es trotzdem noch als Papierprojekt, oder? Ist dann okay. Ah, die Annika schreibt nochmal einen Leuchtturm nur in groß. Also quasi nichts für die Karte, sondern was zum Hinstellen. Ja, so ein paar maritimere Sachen könnte man jetzt Richtung Sommer ja durchaus auch nochmal einplanen, ne? Ich weiß, das ist immer total unterschiedlich. Gerade so, es gibt ja einige, weiß gar nicht warum, aber für mich hat irgendwie Leuchtturm immer sowas vom Norden. Den verorte ich immer irgendwie nördlich. So. Ein bisschen mehr als die Hälfte habe ich geschafft. Ich habe ja schon auch ein bisschen Angst, mich hier total zu blamieren bei meiner Entgitterei. Aber bis jetzt, abgesehen davon, dass es langsam geht, geht es noch gut. So. Aha, ja, Jonna wohnt im Norden. Okay. Jonna, brauchst du auch einen Leuchtturm demnach? Ist das die richtige Stelle? Wie schlimm und langweilig ist es gerade für euch beim Entgittern zuzugucken? Ich habe hier auch noch, hier ist doch noch ein Wunsch. Eine große Kugel ohne Kleben mit sommerlichen Motiven fürs Fenster. Eine große Kugel. Also wahrscheinlich so wie das große Osterei, nur halt in Kugelform. Annika findet es entspannend. Das ist doch gut. Das ist doch schön. Dann ist es doch für den Start ins Wochenende vielleicht gar nicht so schlecht. Das war für mich übrigens, ist für mich eine Erkenntnis, dass ich solche Sachen auch mal mit euch machen kann. Ich hätte früher gesagt, nee, das muss vorher alles fertig sein, damit ich einfach hier bam, bam, bam ein Projekt nach dem nächsten im Ergebnis zeigen kann. Es entspannt mich ungemein zu wissen, dass wir sowas einfach auch gemeinsam machen können, weil sonst wäre das wieder vom Timing her heute alles nicht aufgegangen. So. Und ich sag's euch, das kann jeder. Ich weiß, unter euch sind ja viele Papierplott-Begeisterte versammelt. Einige vielleicht auch, die sagen, nee, mit Folie habe ich so gar nicht am Hut. Traut euch. Ich finde ja Folieplotten viel, viel einfacher als Papier. Muss ich eigentlich ehrlich sagen. Und das Entgittern, das muss man einfach mal für sich rausfinden, ob man das mag oder ob man das nicht mag. Man muss ja nicht gleich einen ganzen Kilometer Folie kaufen. Das reicht ja, wenn man erst mal irgendwie mit so einem Stück anfängt. Deshalb, ich habe jetzt auch für das Projekt nichts Neues bestellt. Ich habe meinen Schrank aufgemacht, habe geguckt, was habe ich denn noch? Und ich habe natürlich schon noch Folienbestände. Und habe einfach das rausgesucht, wo ich dachte, ja, passt doch irgendwie. Und der Effekt jetzt gleich, das seht ihr dann, wenn wir gepresst haben, der ist schon cool. Ja, und natürlich, Annette, weil du vorhin gefragt hast, wegen dem Vollquill. Wenn ich jetzt vollquillen würde, hätte ich halt die Hände frei, dann würde halt der Plotter hinter mir arbeiten. Aber bei einem Motiv in der Größe, diese Vollquillfolien, die ich hier habe, die günstigen, die man auch hier bei Action und so kriegt, die liegen ja immer nur 15 cm breit. Das heißt, würde ich das jetzt mit dem Vollquill umsetzen wollen, müsste ich das Motiv aufteilen, weil das Motiv ja breiter ist als 15 cm. Und er wird ewig dafür brauchen. Also ich müsste zwar nichts aktiv selber machen, aber der wird halt die ganze Zeit hinter mir rumrödeln. Das habe ich heute auch wieder festgestellt. Ich liebe meine Cameo 2, ich liebe halt die Silhouette-Plotter für ihren Überschnitt. Das ist was ich mir so, so dringend wünsche für die Caesar-Plotter. Ich hoffe, das kommt jetzt endlich bald. Aber die ist halt laut. Die ist im Vergleich so laut und alles dauert so lang. Und dann finde ich das hier eigentlich ganz nett. Das kann man, finde ich, das kann man auch beim Fernsehen machen. Ich weiß, Fernsehen tut man eigentlich mit den Augen, aber ich bin das von meinem Zeichnen und Rumprobieren sowieso gewohnt, dass ich Serien eigentlich eher höre, als dass ich sie sehe. Das heißt, ich habe unten beim Fernseher gleich zwei Tabletts. Ein Tablett für meinen Laptop, das habe ich selbst gebaut, und dann noch so ein Knietablett für so Bastelarbeiten, wo drauf rumgeklebt wird und wo eben jetzt gestern auch entgittert wurde. Das
habe ich beides schon ewig. Also ich wurschtel da halt auch immer irgendwie vor mich hin. Und suche eigentlich dann für abends immer gerne nochmal eine Beschäftigung, wo ich den Kopf bei ausschalten kann. Also wo ich vielleicht nicht an irgendeiner schwierigen Stelle vom neuen Projekt arbeite, sondern wo ich eher irgendwie sowas wie jetzt hier gerade mache. Wo ich einfach nur, ein bisschen wie Puzzeln finde ich, einfach nur immer einen Teil nach dem nächsten abarbeite. So. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Warte, da oben sehe ich schon noch was. Bin schon wieder einen Gedanken weiter. Ihr dürft gleich mitgucken. Ihr macht jetzt gleich Kontrollblick, damit ich wirklich nichts vergessen habe. Und dann positionieren wir das Ganze gemeinsam und dann wird gepresst. Und dann gucken wir, wie es wird. Kann ja nicht mehr als schief gehen. So. Hier irgendwo hatte ich noch eins gesehen. Da, das muss auf jeden Fall noch weg. Jetzt gucke ich gerade noch mal drüber. Und dann lasse ich euch noch mal drüber gucken. Hier steckt noch was, was noch weg muss. Monika schreibt, sie gehört auch zu den Serienhörerinnen. Ja, irgendwas muss immer im Hintergrund laufen, ne? So ist es bei mir auch. So. Jetzt brauche ich noch mal euer Adlerauge. Ihr seid doch da immer sehr auf Zack. Dann noch mal hier noch mal ein Shoutout an die Petra, die neulich, als wir irgendwie durch den Glitterkarton geblättert haben, sogar gesehen hat, dass da ein angefangener Bogen Glitterkarton ist, den man doch noch nehmen kann. Ich versuche es mal stillzuhalten für einen Moment. Die Finger noch mal aus dem Weg zu machen. Die Maren schreibt, sie hat in der Caesar-Gruppe gelesen, dass der Überschnitt im April kommen soll. Er war auch angekündigt für demnächst. Annika sagt, es sieht gut aus. Ich habe jetzt auch nichts mehr gesehen. Ich denke auch, es sieht gut aus. Ich gebe euch mal noch einen Moment, das dauert ja immer einen Moment. Aber das wäre eine große Erleichterung, wenn der jetzt demnächst mal kommt, der Überschnitt. Danke an der Stelle, Maren, für das Weitergeben von der Info. Sieht gut aus. Okay, also gut. Dann geht's jetzt weiter. Hier habe ich meine Papieraußenform. Einmal hier, ne, für dieses Dekoherz, was hier schon liegt. Und ihr seht jetzt sofort den riesen Vorteil, den ich habe, dadurch, dass ich einfach diesen Träger, das Trägermaterial, seht ihr das, genau auf das gleiche Maß geschnitten habe, wie meine Grundform von dem Herz. Dadurch kann ich es einfach auflegen. Ich kann nochmal das Teil holen, wenn ich es finde. Wo habe ich es? Ich habe noch ein entgittertes Herz hier irgendwo rumliegen. Da habe ich das nicht so schön gemacht. Da hatte ich noch nicht diesen Rand geschnitten. Ich sag's euch, wenn ich einmal aufräume, finde ich nichts mehr. Hier ist es. Guckt mal. Nur, dass ihr nochmal versteht, was ich meine mit diesem zusätzlichen Rand. Hier hatte ich einfach nur das Herz ganz normal ohne diesen, ohne diese Kontur quasi geschnitten. Und da würde es mir jetzt viel schwerer fallen, das genau hier irgendwie zu positionieren. Ich finde jetzt bei der Ton-in-Ton-Variante ist es auch gar nicht so schlimm, wenn das jetzt mehr Kontrast hätte, auch wieder irgendwie weiß auf rot, wäre es extremer. Aber ihr versteht, was ich meine. Es geht mir um dieses Ausrichten. Das Problem ist eliminiert in dem Moment, in dem ich hier einfach diesen genau gleichen Rand einmal schon dran habe. Ne, dadurch kann ich sehr präzise positionieren. Gut. Jetzt möchte ich das Ganze noch ein bisschen festkleben. Das hat mir auch kurz Rätsel aufgegeben, wie ich das mache. Zeige ich euch mal, wie ich das vorhin gelöst habe. Und zwar habe ich ja hier dieses Herzinnenteil noch aufgehoben. Ich drehe das Ganze jetzt um, sodass ich einmal auf die Rückseite schaue. Und dann nehme ich Thermoklebeband und klebe das einfach temporär in der Mitte fest. Falls ihr euch fragt, warum mache ich das so rum? Ich hatte erst überlegt, ob ich es quasi richtig rum in der normalen Richtung aufklebe auf ein Stück Papier. Aber dann müsste ich ja auf der Vorderseite von meinem, hier von dem Papierteil Klebe aufbringen und der ist mir dann ja wieder im Weg. Deshalb dachte ich, ich bin ein Schlaufuchs und klebe von hinten. Also ich nehme jetzt einfach Thermoklebeband und mache hier einmal dieses Mittelteil wieder fest. Einmal oben unten, einmal rechts links und ich weiß, dass man dieses Thermoklebeband auch reißen kann. Ich will es hier aber bewusst nicht reißen, weil ich will, dass es möglichst glatt liegt, dass es möglichst wenig stört, wenn ich jetzt gleich zum Pressen gehe. Alexandra fragt, was ist Thermoklebeband? Alexandra, das ist so ein spezielles Klebeband, das kriegt man auch in den ganzen Folienshops oder bei Amazon. Das einzig Besondere daran ist eigentlich, dass der Kleber sich jetzt, wenn ich das Ganze gleich in die Presse packe,
der löst sich nicht. Das heißt, der bleibt nicht am Papier kleben, sondern ich kann das Thermoklebeband nachher im Ganzen wieder abziehen. Würde ich das Ganze hier mit normalem Klebeband fixieren, ich habe hier nebendran auch noch dieses Abreißklebeband liegen, wo ich hier meine Schnipsel abgestrichen habe, das würde ziemlich sicher, würde da der Kleber schmelzen und dann hast du so hässliche Kleberflecken auf dem Material und Thermoklebeband, das löst sich der Kleber einfach durch die Hitze nicht. Deshalb, ich weiß gar nicht, ob ich mit dem Begriff richtig bin, aber das ist von der Sache her das, was das tut. So, und jetzt habe ich in der Mitte einfach Klebefläche. Das heißt, ich kann jetzt wieder hier meine Außenkontur von meinem entgitterten Teil einmal als Schablone verwenden und kann das jetzt hier auf der Vorderseite auch einmal festkleben. Und ich habe das da vorhin einfach gar nicht übertrieben, weil es geht ja nur darum, wartet, ich hole es mal ein bisschen näher ran, dass ich besser gucken kann. Es geht ja nur darum, es zu fixieren, damit es nicht verrutscht. Ne, wenn ich das jetzt gleich in die Presse packe, soll es einfach nur nicht rutschen. Das heißt, ich mache mir jetzt hier einmal einen Klebestreifen hin und oben in der Mitte mache ich nochmal einen Klebestreifen hin. Und dann kann ich auch direkt schon zur Presse gehen. Huch! Und es gibt dafür, wenn man das häufiger benutzt als ich, es gibt für solche Klebebänder auch Abroller. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe jetzt ewig nichts mit Folie gemacht und ich habe keinen speziellen Abroller für mein Klebeband. So. Ich kontrolliere jetzt gleich nochmal, dass es wirklich passt. Am Rand entlang, vor allem, dass die Mitten schön liegen, aber das sieht gut aus. Und jetzt gehe ich das einfach schnell pressen. Ich bin gleich wieder da. Ich habe jetzt da hinten für die 15 Sekunden Pressen keine extra Kamera aufgebaut. Ich komme einfach gleich wieder zu euch. Ich kann ja im Ton vielleicht, wenn der Ton auf der Strecke reicht, trotzdem erzählen, was ich tue. Ich packe das jetzt in die Presse rein. Ich bringe euch auch gleich mal das mit, mein Sandwich quasi, wie ich das in der Presse drinne habe. Und ich presse jetzt einfach mal nur 10 Sekunden an und wir gucken gleich gemeinsam, ob mir diese 10 Sekunden schon reichen. Diese Folie, die ich hier benutze, die kann man warm und kalt abziehen. Das heißt, wir müssen jetzt nicht groß warten, sondern wir können jetzt gleich gemeinsam abziehen und gucken, ob es schon hält oder ob ich nochmal drüber gehen muss. Mein Sandwich ist sehr improvisiert. Backpapier als oberste Schicht. Hier liegt einmal mein Motiv drauf. Und hier unten drunter habe ich einfach so eine Holzunterlage genommen. Einfach damit ich eine glatte Fläche habe. Und unter dieser Holzunterlage hatte ich jetzt noch einen Schaumstoff, der das von der Höhe her quasi ausgleicht. So, es sieht für mich noch so aus, als wären noch nicht alle Ecken ganz perfekt fest. Aber ich löse jetzt mal vorsichtig an. Ich will ja gleich nochmal nachpressen, wenn ich die Folie abgezogen habe. Wir sind einfach vorsichtig. Ja, das sieht doch schon gut aus. Und hier sieht man noch so einzelne kleine Stellen, die sich noch so ein bisschen anheben. Die kriege ich jetzt aber normalerweise gleich im zweiten Pressdurchgang. Das heißt, ich ziehe das jetzt vorsichtig ab. Da sieht man eine Stelle, ich zeige es euch gleich nochmal aus der Nähe. Die sind aber, wenn ich da jetzt gleich nochmal drauf gehe, ist das fest. Und ich wollte jetzt ja hier bewusst mal ein kleines bisschen konservativer sein in der Presszeit. Auf Textil hätte ich jetzt wahrscheinlich länger gepresst, aber auf Papier habe ich euch ja vorhin meine Überlegungen erzählt. Nehmen wir den Träger einmal ab. Das Einzige, wo sich so richtig gehoben hat, ist hier oben mein Schnörkel. So. Und jetzt lege ich das Ganze einfach wieder hier drauf. Pack hier nochmal mein Papier drüber und gehe nochmal pressen für 5 Sekunden. So, und diejenigen von euch, die total versiert sind mit Folie, falls ihr welche sind, die dürfen sehr gerne noch mal was dazu schreiben, ob man das noch besser machen könnte. Ich sage euch einfach nur, wie ich das hier für mich heute zusammen improvisiere und wir gucken uns einfach gleich das Ergebnis an. Und bestimmt kann man das noch irgendwie optimieren, besser machen, smarter machen. Aber ich war heute, ich sage es euch ganz ehrlich, mit meinem Ergebnis eigentlich schon ganz happy. So, ich zähle jetzt mal hier meine 5 Sekunden mit. Die Zeit läuft hierbei auch runter und mach's gerade mal auf und schmul hier schon mal drunter, bevor ich es mit zu euch nehme. Doch, ich glaube, das sieht gut aus. Sieht das gut aus? Ah, so ein paar einzelne Stellen habe ich noch. Also ich presse gerade noch mal einen kleinen Moment nach. Ich bin deshalb gerade so konservativ, weil ich nicht will, dass der Kleber wieder so rauskommt. Lieber jetzt mal 5 Sekunden und noch mal 5 Sekunden. So. Und jetzt bringe ich euch das Ganze mit und wir gucken gemeinsam, so sieht das jetzt aus. Hier an dem Schnörkel würde ich vielleicht sagen, also ja, vielleicht hätte man da noch mal ein bisschen mehr Druck geben können. Aber von der Sache her, oder? Ah, die Kamera hat ihr gutes Problem. Wartet mal, die hat Schwierigkeiten, dieses sehr glitzerige scharf zu stellen.
ne? Ich würde sagen, ist ganz gut geworden. Also dafür, dass ich so ein, ja, nicht Folienprofi bin, bin ich ganz zufrieden. Hier oben ist mir tatsächlich der Kleber wieder ein bisschen mehr rausgekommen. Ich glaube, ich könnte das noch mehr optimieren, wenn ich mein Holz, was ich da verwendet habe, mal noch durch irgendwas anderes ersetze, weil das Holz nicht ganz eben ist. Das ist nicht ganz flach. Und wenn man irgendwo eine Wölbung hat, dann ist an den Stellen, wo das mehr hochsteht, hat man natürlich mehr Druck drauf. An den Stellen, wo es ein bisschen flacher ist, hat man weniger Druck drauf. Das heißt, ich muss mal noch optimieren, was ich da unten drunter lege. Aber ich bin erstmal mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Und ich drehe das Teil jetzt einfach um, löse meine Hilfsform hier auf der Rückseite wieder ab. Die war einfach nur als Verbindungsstück gedacht, ne, damit ich irgendwie was unten drunter liegen habe, woran ich festkleben kann. So, und das Teil hat man ja quasi sowieso übrig. Und hier könnt ihr jetzt auf der Rückseite auch sehen, was ich meine. Seht ihr das? Also abgesehen davon, dass dieses Thermoklebeband relativ stark trotzdem auch klebt und wenn es blöd läuft, man sich vielleicht irgendwo so einen kleinen Fitzel Papier abreißt, der Kleber hinterlässt zumindest keine Flecken. Ich habe keine, ne, ich hab keinen verschmierten Kleber. Es ist jetzt hier auch nichts pappig auf der Rückseite. Ja, und damit habe ich meine zweite Seite vorbereitet und kann das Ganze nachher hier flächig aufkleben. Und für die Fläche werde ich mir jetzt tatsächlich wahrscheinlich einfach nochmal doppelseitige Klebefolie schneiden. Ich habe, wie gesagt, noch eine andere Idee, die hat auch was mit Thermotransfer zu tun. Dafür habe ich heute Sachen bestellt. Wenn das alles wirklich jetzt zeitig nächste Woche ankommt, dann können wir uns das nochmal angucken. Ah, Daniela fragt, warum ich Holz drunter lege und welche Presse ich habe. Daniela, ich kann dir nicht mal sagen, wie die Presse heißt. Ich habe die schon ewig und 3 Tage. Ich habe so eine Presse zum Runterdrücken. Ist nichts Namhaftes. War irgendwas Günstiges, was ich irgendwann mal gekauft habe. Die hat unten drunter eigentlich so eine Gummimatte. Die Gummimatte allein ist aber nicht hoch genug. Das heißt, ich müsste diese Anpressplatte von der Presse sehr weit runterschrauben, damit ich da bis hochkomme. Und ich habe mir irgendwann mal so eine hitzebeständige Schaumstoffplatte aus dem Baumarkt mitgenommen, mit der ich den Höhenausgleich mache. Wie erkläre ich das am besten? So was Weiches, was man eigentlich auch nimmt, wenn man irgendwo Nähte oder Reißverschlüsse oder sowas hat. Und direkt auf dieser weichen Unterlage hat es mit dem Papierpressen nicht so toll funktioniert. Deshalb habe ich noch mal das Holz dazwischen. Daniela schreibt, sie legt nichts drunter, nur über das Motiv Backpapier. Daniela, was ist denn bei dir die allerunterste Lage dann in deiner Presse? Hast du da auch irgendeine Art von Kissen, Ausgleichskissen, irgendwas unten drunter? Angie hat hier nebenher auch schon das Dekoherz mit dem elektrostatischen Bett in 50% und 80 Gramm Papier super geschnitten bekommen. Oh nein, ich bin ein bisschen neidisch. Angie, Foto in die Facebook-Gruppe. Ich muss das Ergebnis sehen. Ah, sehr cool. Angelika hat noch einen Tipp und zwar, wenn bei Textilfolie der Kleber austritt, kann man ein Baumwolltuch zwischen Stoff und Presse legen, kurz pressen. Das Tuch saugt den ausgetretenen Kleber auf und dann eventuell geht es auch mit Folie. Das werde ich einfach mal ausprobieren. Astrid hat kein Ausgleichskissen in ihrer Presse drunter. Was ist denn in eurer Presse die allerunterste Lage? Ist es dann so eine Gummischicht? Ich hole euch mal meine Gummischicht, dann seht ihr, was da bei mir normal drunter ist. Ich nehme da sehr gern jeden Tipp, weil ich habe ewig nichts mehr mit dieser Presse gemacht und bin happy über jede, ne, das hier, diese Gummimatte ist original quasi eigentlich die letzte Lage unten in meiner Presse. Aber in meiner Presse kommt da gar nicht direkt bis runter. Das heißt, ich müsste sie komplett umstellen. Petra hat eine feste Platte unten drin. Und Christina hat auch eine Gummischicht drunter. Also bei mir wäre sonst normal diese Gummischicht drunter. Sonst muss ich vielleicht bei mir wirklich die Platte mal ein ganzes Stück runterstellen. Papier hat gehalten. Sehr gut. Ja gut, ihr Lieben, ne? Ich würde sagen, haut mir gerne noch eure Empfehlungen, Tipps auch im Nachhinein hier rein. Ich gucke da auch später immer noch mal drüber. Annika sagt, ich stelle Fragen. Sie hat die Happy Press 3. Okay. Feine 3 mm Schnörkel. Alicia, auch an dich. Wenn dein Plotter gerade brav das alles gut gemacht hat, immer her mit euren Ergebnissen. Haut die gerne in die Gruppe. Ich freue mich über eure Beispiele. Es triggert mich zwar sehr, mir schon wieder eine Cameo 5 zu kaufen, aber ich warte jetzt mal noch. Okay, Alicia berichtet beim nächsten Mal. Sie hat gerade keine Zeit. Alles wunderbar. Gut, ihr Lieben, ich würde sagen,
Vielen Dank für eure Zeit, fürs gemeinsame Starten ins Wochenende. Ich liebe das sehr. Ich lerne hier auch immer was von euch. Wie gesagt, ich bin erstmal ganz happy mit meinem Ergebnis. Wenn ihr das Ganze umsetzt, wenn ihr das Blumenherz plottet, wenn ihr das 3D-Herz plottet, zeigt uns wie immer Ergebnisse in der Facebook-Gruppe. Ich freue mich sehr darüber. Dazu muss ich noch was sagen. Wundert euch bitte nicht, diejenigen, die jetzt rund um Ostern gepostet haben, ich hadere die letzten 2-3 Tage auch so ein bisschen mit Facebook, weil ich jetzt plötzlich Beiträge angezeigt bekomme vor 5-6 Tagen. Also falls ihr was gezeigt habt und ich habe das nicht kommentiert, war es keine böse Absicht. Bei mir fallen diese Beiträge jetzt dann gerade mal in die Timeline rein, obwohl ich schon extra in der Gruppe nach neue Beiträge sortiert habe und versucht habe durchzuscrollen. Also ich weiß nicht, was da gerade wieder los ist. Solltet ihr was gezeigt haben und ich habe nichts dazu gesagt, war es absolut keine böse Absicht. Ich hoffe, dass ich die Sachen, die ich immer noch nicht gesehen habe, jetzt noch zu sehen bekomme. Deshalb, wie gesagt, an der Stelle nochmal die Einladung, wenn ihr plottet, zeigt es auf jeden Fall. Ich freue mich immer sehr darüber. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Für die, die Lust auf das Blumenherz oder das Herzprojekt haben, denkt dran, dass es das jetzt an diesem Wochenende noch zum Einführungspreis im Shop gibt. Und ansonsten, ja, freue ich mich, wenn wir uns nächsten Freitag um 20 Uhr wiedersehen. Bis dann, ihr Lieben!